Wollt ihr auch mit Eier spielen? Ich zeige euch, wie ein pochiertes Ei richtig geht. Ei, ich bin der Francesco, ich bin der Kreativkoch beim Foodbank und heute zeige ich euch, wie man pochiertes Ei zubereitet. Was ist ein pochiertes Ei? Damals in New York, ein Herr Benedikt, ein Börsenmakler, war in einem New Yorker Hotel und hatte zum Küchenchef gesagt, es gibt nichts was Neues. Und der Küchenchef hatte einfach das Ei im Wasser reingeschmissen und so hat er das pochierte Ei erfunden und hat den Namen von diesem Börsenmakler gegeben und der hatte geheißt Benedikt. Und deswegen das pochierte Ei heißt das Ex Benedict. Das pochierte Ei ist eigentlich wie diese Schokoladenkuchen mit einem flüssigen Kern. Das heißt, das Eiweiß wird fest und das Eigelb innen drin bleibt flüssig. Wichtig ist beim pochierte Ei, als erste kauft ihr gleich ein Sixpack Eier, weil passiert, dass mehrere kaputt gehen. Und beim Wasser 3 oder 4 Esslöffel Essig reintut, dass die Eiweiß schneller stockt oder fest wird. Und dann nehmt ihr ein kleines Gefäß, wo ihr den Ei aufschlagen und aufpassen, dass das Ei gelb ganz bleibt. Und wenn das Wasser anfängt zum Kochen, langsam reintun und vom Herd herunternehmen und circa 2 Minuten garen lassen, bis das Eiweiß stockt. Und nach 2 Minuten circa mit einer Schaumkelle vom Wasser vorsichtig rausnehmen und auf einen Teller legen. Ich hoffe, dass eure Sixpack gereicht hat, aber gibt nicht auf. Das gibt es ein 12er Pack, 24 Pack. Nicht aufgeben und viel Spaß beim pochierten Eier. Und wenn ihr Probleme habt, einfach unter dem Video kommentieren. Und Servus!